Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dominik und heute möchte ich mal mit euch darüber sprechen, warum die richtige Kommunikation für dein Business extrem wichtig ist. Deswegen nicht lang schnacken, auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist... Nummer 1 Regel im Online-Marketing. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Dominik und ich möchte mal über etwas sprechen, was viele relativ selbstverständlich finden. Und das ist die grundsätzliche Kommunikation in und für dein Business. Was meine ich damit? Ich erlebe es oder habe es früher sehr, sehr häufig erlebt, dass die Kommunikation, nicht nur die Art und Weise, wie du Texte schreibst, sondern dass die Informationen, die du deinem User auf der Webseite präsentierst, nicht so sind, dass er sie versteht. Weil die meisten Leute wollen immer was ganz Hochkomplexes haben, abgehobene Texte. Es gibt schon viele Leute, die verstanden haben, dass wir immer wieder sagen, kommuniziere den Nutzen und nicht ein Feature von dem, was dein Business kann oder deine Dienstleistung, dein Produkt oder was auch immer, sondern dass du den Nutzen kommunizierst. Aber selbst das ist immer noch so, dass viele Leute da eine gewisse Problematik mit haben, weil sie halt einfach nicht diese Kommunikation so verpacken, dass der normale Webseitenbesucher, der auf die Seite kommt, dass er versteht, was du meinst. Und deswegen, ich habe schon wieder gespuckt, gilt es deswegen als erstes ein Fachwort, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, dieses Fachwort, was wir im Internet für einen User benutzen, um es ihm so leicht wie möglich zu machen. Das heißt, wir sprechen bei der Kommunikation für dein Business immer darum, dass wir sagen, wir möchten einem User den Text so einfach wie möglich machen. Deswegen versetze dich immer bitte in die Lage, ich schreibe das sonst jetzt nochmal eben kurz auf, ja, in die Lage eines, und jetzt kommt's, ist doch klar, versetze dich in die Lage eines DAO. Was ist eine DAO? Ein DAO ist der, ich schreibe es hier gerne mal hin, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht Prügel von jemandem, weil das ist, glaube ich, so ein böser Begriff. Das ist der dümmste anzunehmende User. Das heißt also, es gilt, alles, was du auf deiner Webseite erzählst, ob es von deinem Produkt ist, ob das von deinem Content ist oder was auch immer, egal wie du es machst, präsentiere deine Texte, das, was er machen soll, deine Call to Actions, deine E-Mails, die du schreibst, was auch immer, präsentiere sie so, dass selbst der, ich will das nicht so böse sagen, dass selbst der Blödeste versteht, was du meinst. Es gibt so viele Leute, die machen so hochtrabende Texte, wo du dich einfach nur fragst, okay, für wer soll denn das verstehen? Es gilt am Ende einfach, dein Produkt so gut wie möglich an den Mann zu bringen. Und dafür müssen die Texte auch, ja, sie müssen reißerisch sein, sie müssen den Nutzen enthalten, aber sie müssen vor allem auch so klar formuliert werden, dass jeder es versteht, dass er sagt, habe ich verstanden. Alles andere ist total hochtrabend. Also das siehst du gerade in so Offline-Bereichen. Ich hatte gestern wieder mit meinem Steuerberater ein Gespräch, wo ich mir die Webseite vorher nochmal angeguckt habe, wo ich gedacht habe, ey, die machen wieder diesen ganz klassischen Fehler, die machen da hochtrabende Texte, wo du dich einfach nur fragst, immer Leute, für wen soll das denn sein? Das guckt sich ja hier gar keine Sau an. Deswegen versetze dich einfach mal in die Lage eines Users, der auf deine Webseite das erste Mal kommt, überhaupt von nichts einen Plan hat und du ihm erklärst einfach mal in einfachen Schritten, was er genau tun soll. Ja? Das zweite, warum die richtige Kommunikation für dein Business extrem wichtig ist, nehmen wir jetzt einfach mal an, du bist nicht alleine, sondern es gibt ja auch viele Leute von unseren Usern, die bereits ein laufendes Geschäft haben, die nicht allein im Unternehmen sind, sondern die Mitarbeiter haben, Angestellte. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass selbst nicht nur die externe Kommunikation auf einer Webseite, sondern eben auch die interne Kommunikation mit deinen Mitarbeitern ganz, ganz wichtig ist. Wenn du etwas haben möchtest, was sie umsetzen, formuliere es klar und deutlich. Ansonsten, es gibt so häufig Situationen, das kenne ich noch früher aus meiner Bankzeit, wo du früher einfach gedacht hattest, ich war Vertriebsleiter in einer Großbank, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt normal, dass das ein Mitarbeiter macht. Das ist aber bei dem nicht normal. Das heißt, du musst hingehen und es richtig kommunizieren. Das heißt, kommuniziere das, was du haben willst und kommuniziere, was du nicht haben willst. Und deswegen ist eben die richtige Kommunikation für dein Business sehr wichtig, auch auf externer Ebene. Wie man vielleicht gerade sieht, habe ich gerade exakt die gleiche Pulloverfarbe an wie unser herrlicher Stift heute hier. Also gehe hin und kommuniziere nicht nur extern auf deiner Webseite, wie für einen doofen Menschen, was er genau machen soll, sondern spreche auch mit deinen Mitarbeitern so, dass du genau ihnen sagst,
Was möchtest du haben, was möchtest du nicht haben? Ganz, ganz wichtig. So, und dann habe ich noch so einen kleinen Hack. Man spricht ja in dem Online-Marketing immer so von, Dominik, was sind denn so deine drei besten Hacks im Online-Marketing? Ja? Einer meiner Hacks ist auf jeden Fall, ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Geheimtipp, aber er funktioniert sehr, sehr gut. Wenn ihr mit Menschen kommuniziert, und ich mache das, ich schreibe sehr, sehr viele E-Mails, und in diesen E-Mails mache ich es sehr, sehr häufig, das mache ich mittlerweile nicht mehr so wie früher, habe ich es bewusst gemacht, mittlerweile gehört das einfach zu meinem täglichen Business dazu, dass ich mit Leuten so spreche. Also ich will damit jetzt gar nicht mehr dieses, dann kauft jemand mehr oder macht jemand etwas mehr, sondern das hat sehr viel mit deiner Persönlichkeit zu tun. Und zwar, wenn du eine E-Mail schreibst, dann schreibst du da unten drunter wahrscheinlich sowas wie vielen Dank und schönen Tag. Ich mache es mittlerweile so, dass ich nicht nur reinschreibe beste Grüße, sondern, und das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Sache, ich schreibe immer rein, ich sende dir die besten Grüße, und das ist jetzt wichtig, nach, und hier kommt dann der Ort von dem hin, mit dem du kommuniziert hast. Super wichtig, weil diese Leute sich dann auch abgeholt fühlen. Glaub es mir, es hat einen mega Impact, wenn ihr persönliche Geschichten, persönliche Sachen in eurer Kommunikation mit Kunden, mit Menschen, die ihr kennt, mit Leuten, die eure Produkte kaufen sollen, wenn ihr diese mit aufnehmt in eure Kommunikation. Deswegen, ich mache es immer so, dass ich grundsätzlich nach vielen Sachen, die ich gemacht habe, auch immer solche Sachen mache, wie ich sende Grüße nach den Ort Mönchengladbach, da wo ich herkomme, weil das einfach diesen Impact hat, dass jemand verstanden hat, dass ich mich mit ihm auch wirklich auseinandergesetzt habe. Wenn du es natürlich nicht meinst und du sagst, okay, sende Grüße nach Köln und er lebt in Berlin, bist am Arsch. Ja? Es muss natürlich schon so sein, dass es auch passt und dass du dich wirklich damit identifiziert hast. Aber so Kleinigkeiten, wirklich so Mini-Ding kann echt ganz schön viel ausmachen. Deswegen versuch doch diese Sachen einfach mal in deiner Kommunikation mit deinen Kunden, mit deinen Mitarbeitern umzusetzen, weil das am Ende dafür Sorge tragen wird, dass dein Business wieder weiter abheben wird. Garantiere ich dir, hundertprozentig. Für den Fall, dass es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch für das Ganze. Schreibt uns hier unten in die Kommentare rein, falls ihr es noch nicht macht, abonniert den Mehrgeschäft-Kanal. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Alles, alles Liebe, alles Gute und weiter Vollgas in eurem Business. Jeden Tag härter und dann erreicht ihr auch eure Ziele. Liebe Grüße, euer Dominik. Ciao.